Wie im Video zu den Streaming-Highlights gucken wir auch auf die Blockbuster-Starts und Highlights des Monats Oktober. Welche großen Dinger kommen da auf uns zu? Hier eine kleine Übersicht. Willkommen in der Filmfabrik. Anfang Oktober steht die gesamte deutsche Kinolandschaft noch völlig unter dem Schock der Ausläufer von Dune und James Bond. Deshalb ist so wirklich großer Alarm erst ab dem 14. Oktober angesagt. Dann aber gleich mehrfach, unter anderem mit The Last Duel. Es gibt nur eine Frage von Belang. Schwört ihr bei eurem Leben, die Wahrheit zu sagen? Es ist der neue Film von Ridley Scott mit Matt Damon, Adam Driver und auch Ben Affleck, basiert auf wahren Begebenheiten und dem Buch mit dem knackigen Titel The Last Duel, A True Story of Crime, Scandal and Trail by Combat in irgendwo in Frankreich. Kann ich nicht aussprechen, weil ich hatte Französisch nicht so lange. Lief auf den Filmfestspielen von Venedig, der Film. Gemischte Kritiken bislang, ich bin trotzdem sehr gespannt drauf. Und zum Glück heißt er bei uns einfach nur The Last Duel. Gleicher Tag, leicht anderes Genre, Teil 2 von Boss Baby. Die Wahrheit ist... Schluss mit Kindergarten. Es ist einsam an der Spitze. Ich mochte persönlich ja Teil 1, hatte eine irgendwie lustige Brechung und genug Absurditäten, dass ich mich zumindest auch auf diese Fortsetzung freue als Animationsfilmfan, ja sowieso. Auch am 14.10. startet Liam Neeson die Motoren, quasi eine verfilmte D-Max-Doku. The Ice Road. Das war Sabotage. Mein Bruder ist in der Mine. Es ist was Persönliches. Trucker fahren über zugefrorene Seen in Kanada. Ich habe den Film schon gesehen. Kurzfazit jetzt einmal hier. Es ist alles da, was ein Film braucht. Also Story und SchauspielerInnen. Jetzt bin ich sauer. Aber der Rest ist wirklich so das kleinste Filme-Einmaleins. Kein so großer Wurf, startet aber trotzdem. Außerdem Resistance, Widerstand oder Résistance, wie der Franzose sagt. Stellt euch vor, ihr kämpft als Zivilist in diesem Krieg. Matthias Schweighöfer startet auch in diesem Herbst mit gleich zwei internationalen Produktionen. Das ist eine davon. Wie kannst du es wagen? Ein Clown verkleidet als Hitler in einem Bordell. Papa, das ist nicht Hitler, sondern Chaplin. In einem Kabarett. Hier zusammen mit Jesse Eisenberg den orthodoxen Juden Marcel Marceau spielt und im Zweiten Weltkrieg als Pantomime im französischen Widerstand kämpft. Der zweite Film von Schweighöfer übrigens international ist Army of Thieves, der startet auf Netflix. Halt! Wir blättern den Wochenkalender einmal um. 21. Oktober, schönen Gruß und guten Tag, Mike Myers. Halloween Kills, die Fortsetzung zum 2018er Halloween Reboot oder wie auch immer man diesen Film einordnen will. Der Mittelteil dieser neuen Trilogie kommt zu uns in die Kinos und ist wohl so brutal wie selten zuvor. Die nächste Fortsetzung kommt auch noch am gleichen Tag. Venom 2, Let There Be Carnage. Oh, Scheiße! Oh, was soll das? Das ist ein Roter! Du musst sofort rauskommen. Dann erlaube ich dir, alle zu fressen. Versprochen? Versprochen. Oh, ja! Tom Hardy wieder in der Rolle des Anti-Helden. Das ist ja das Spin-off zu den Spider-Man-Filmen. Auch wieder mit dem Cast Naomi Harris und Michelle Williams. Regie Andy Serkis. Auch hier wieder Teil 1 hat mich zumindest so gekickt, dass ich mich auf diese Fortsetzung irgendwie freue und so gespannt bin. Für Film- und Kinoliebhaber ist der Name Wes Anderson natürlich immer ein Grund für schwitzige Hände der Vorfreude. Im Oktober heißt es bei ihm The French Dispatch. Es begann als ein Urlaub. Begierig der strahlenden Zukunft in Kansas zu entkommen, verwandelte Arthur Howitzer Jr. die Reihe seiner Reiseberichtkolumnen in The French Dispatch. Es geht um einen Zeitungsableger und die Erinnerungen an große Titelstories des verstorbenen Gründers. Bill Murray spielt mit, Lea Seydoux, Benicio del Toro, Frances McDormand und Timothy Chalamet, und es reicht bei mir auch schon mal als Namen aus, um völlig gehypt zu sein auf diesen Film. In meinem Büro wird nicht geweint. The French Dispatch. Und einen letzten habe ich noch für den 21. Oktober hinten irgendwie dran geworfen. Mittlerweile so eine kleine Wundertüte, aber doch in 90% der Fällen ist er für mich immer noch ein Lieferant von blitzsauberen Filmen. Der neue von Clint Eastwood. Das war vor dem Unfall. Vor dem Alkohol. Weißt du, wie viele Leute mir geraten haben, dich gehen zu lassen? Sagst du was dazu? Howard,
Du warst für mich immer ein schwacher, feiger, kläglicher Mensch. Regie Clint Eastwood. Hauptrolle Clint Eastwood. Er spielt einen ehemaligen Rodeo-Star und Pferdetrainer. Ich hätte es mir nicht besser selbst malen können. Er soll in Mexiko den Sohn seines Ex-Bosses finden. Cry Macho heißt das Ganze. Kann ehrlich gesagt alles werden. Angucken werde ich es mir aber trotzdem. Wieder eine Woche weiter gibt es Contra. Sie sind zu spät. In meinem Kulturkreis bedeutet Pünktlichkeit noch etwas. Nur gut. Contra, so hieß damals der Dornseifer bei uns in der Stadt. So heißt aber auch der neue Film von Sönke Wortmann. Unter anderem wieder mit Nilam Farouk und Christoph Maria Herbst, der ein Arschloch spielt. Na, guck mal einer an. Aber es wirkt allein im Trailer schon wieder so provokant, so unerhört. Was habe ich Bock auf eine starke deutsche Komödie? Und die hier könnte es wirklich sein. Die wichtigste Fähigkeit in Ihrem Leben wird es sein, andere zu überzeugen. Recht bekommen. Wissen Sie was? Ich mag Sie nicht. Sagen Sie nicht, ich mag Sie nicht. Das hat keine Schlagkraft. Sagen Sie, Sie haben nichts an sich, was man mögen könnte. Und weil deutsche Komödie oft schon ein beliebtes, kaum klischeebelegtes Genre ist, kommen wir nun zu etwas, mit dem jeder und jede was anfangen kann. Denkst du auch oft, ich bin einfach ganz allein? Ein Musicalfilm. Denkst du auch oft, keiner sieht mich? Wird das immer zu so sein? Dear Evan Hansen, ein Broadway-Smash-Hit mit Ben Platt, der auch jetzt in diesem Film mit dabei ist. Außerdem Julian Moore und Amy Adams. Wer so ein bisschen Interesse an Musicals hat, der wird sicherlich schon mal über ein paar Songs aus diesem Film gestolpert sein. Waving Through a Window, übrigens eine kleine Empfehlung davon, wirklich ein fantastischer Song. Für mich als kleine Musical-Film-Freddy ist das natürlich ein Festtag. Das war es im Prinzip an Blockbustern im Oktober. Natürlich gibt es noch Dutzende andere kleinere Filme, versteckte Schätze. Wenn ihr euch auf einen davon besonders freut, dann der hier jetzt bei mir keine Erwähnung gefunden hat, einfach rein in die Kommentare, was sind eure Kino-Highlights im Oktober, wo freut ihr euch besonders drauf? An dieser Stelle mache ich den Schlussstrich. Danke fürs Zusehen, macht es gut, bleibt gesund und sage tschö.